Ho, 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 willkommen zu Folge 100! Und wie der Zufall so will, ist es heute gerade Heiligabend. Und ja, dann kann man das nochmal alles zusammenpacken. Folge 100 und ein dickes Weihnachts-Special oder zumindest eine lange Weihnachtsfolge. Und ja, viel Spaß wünschen wir da euch. Ja, also wir wollen natürlich gleich mal am Anfang erzählen, was euch so erwartet. Erstmal beginnt es jetzt mit einem wunderschönen Weihnachtslied, das der Fabi jetzt euch singen wird. Genau. Ich muss mir ein bisschen einstellen. Und dann, solange er sich noch vorbereitet, ich darf es eigentlich noch nicht sagen, aber ich hoffe, er verzeiht mir's. Der Mushroom, der hier gerade den Kampf verlässt, der hat eigentlich vor, der Ellie einen Heiratsantrag zu machen. Aber ich bin rausgeflogen, ey, verdammt. Ja, da tut er sich. Da kriegt er. Da krieg ich die Panik. Ja, heute ist Weihnachten. Yes! Hold ja, yeah! Fabi, ich liebe Weihnachten. Du musst hier jetzt singen, ne? Ne, ich kann nicht singen. Nö. Wenn ich singe, sterbe ich lieber. Und da ist er tot. Scheiße. Hat er sich gerade getötet? Ja. Oh Mann. Ich geh jetzt erstmal ein bisschen Automaten zocken, solange der Arnold hier. Oh, das war auch kurz der Automat. Oh. Also, wie lange haben wir eigentlich vor? Mal hier? Mit jetzt. Jungs? Ja, eine Stunde Power. Eine Stunde, XL. Ne? Das sind eine Stunde Folge 100 extrem Weihnachtsspecial. Ding. Ich mache eine Stunde und eine Minute, dann müssen wir mal noch gucken, oder? Es wird vermutlich einige Überredungskunst kosten, damit Claptrap nach 1000 Cuts kommt. Ich wette gar keine. Untertan! Das war so klar. Ich verpflichte dich als meinen Untertan und dann greift Angel zufällig Sanctuary an. Kapierst du nicht? Jack hat es auf mich abgesehen. Es wird stimmt. Zeit zurückzuschlagen. Hey. Natürlich. Wir treffen uns in 1000 Cuts. Yeah. Und auf Jungs! Hau mal dem Jack in die Fresse, Mann! Ich muss gerade noch schnell hier, ne? Ich muss mal ganz schnell was verkaufen, ey. Ja, ihr Geldhalunke bitte hier. Nee, weil. Ich ziehe mich jetzt erstmal hier schön weihnachtlich an. Oh ja, ich mach mir auch eine. Oh, so, ey, Fabi! Premiere, oder? Ich zieh mich mal um, ja, ey, das gab's. Oh ja, irgendwas Rotes, damit ich aussehe wie der Weihnachtsmann. Hier gibt's einen Klassenmod für die Sirene. Was? Und was kann der? Der kann plus 8,1 Team Gesundheitsregeneration. Der kann plus 3 Wiederherstellungsskill und der kann plus 2 süße Erlösungsskill. Da muss ich doch gleich mal kommen und gucken, wa? Zudle. Ey, wo ist denn hier was? Wo ist denn hier was Rotes? Wir müssen es natürlich erst ein bisschen vorbereiten, bevor es losgeht, ne? Was? Wo es losgeht? Das geht doch schon los. Geht schon los? Ach so. Die Aufnahme läuft schon, mein Freund. Ach so, oh je. Dann, das ist rot. Ja, das ist rot. Gut, dann machen wir das. So, ich komm mal. Guck. Okay, das ich hab auch eins. Oh, ein cooles Sniper. Zick, 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 zick. Wo, beim Automat oder wo? Ja. Ja, auf der linken Seite, wenn du reinkommst. Hier gibt's Medikits und Schilde. Na ja, dann kaufen wir das doch mal. Das ist ja ein Schnäppchen mit fast 10.000. Oh, leck. So. Ja, ich hab jetzt mal ein bisschen was Festlicheres anziehe. Ich meine, aktuell habe ich Gesundheitsregeneration 1,8 und das hat 8,1. Also, ein bisschen ist besser, ne? Aber nur ein bisschen. Sollte uns jetzt ein bisschen schneller heilen. So, dann würde ich mal sagen, auf nach 1000 Kutz. Nach 1000 Kutz? Warte mal ganz kurz, ich mach mal noch schnell hier die Kiste auf. Was? Mit meinem Superschlüssel zu Weihnachten extra. Ui, da muss ich da auch kommen. Ich kann das abgreifen. Ja. Okay, die Feuerstunde ist, glaub, nicht schlecht. Ich hab 27. Ja. So, ich nehme jetzt einfach mal zur Hochzeit vom Arnold, nehme ich hier jetzt den Skin Flammen der Liebe. Ich nehme mal die rechte mit, gell? Ja, die braucht eh keiner. Die linke ist nix für dich, Papi. Sag mal, ich vergleich grad mal.
Oh, sie wäre ein bisschen besser wie eine, die ich jetzt gerade drin habe, aber nur wenn sie keiner will. Ja, ich hab Pistole will ich nicht, ich nehme eh nur Revolver. Dann nehmen Sie Fabi, alles Gute zu Weihnachten. Oh, danke Arnold! Dafür schließt dir der Fabi jetzt auch nochmal auf. Ich liebe dich. Danke. Was? John, wie der Fabi jetzt aussieht. Ich bin jetzt das, Fabi sieht aus wie ein Rollerblader. Aber passt das? Erinnert mich das, das Schwarz-Gelb. Oder ein bisschen an den Ding. Sieht aus wie so ein Power Ranger. Ja. Sein aus Watchmen oder so. Ich kann mir das nicht leisten. Ganz einfach. Hau mal auf. Du hast einfach zu viel Schlüssel. Das sieht ein bisschen aus wie einer aus Mortal Kombat. Ich muss gerade kurz das. Ja, ich mach sofort auf. Was hast denn du an Ellenbogen, Alter? Von Marvel, der ist dieser. Mit der Laserbrille. Von X-Men, oder was? Ja, genau, X-Men. So, ja, so Leute, goldener Schlüssel in die Truhe. Oh, Artefakte. Pistolenschaden und. Pistolenschaden, ui. Hält sich in Grenze, muss ich sagen. Sie sind viel wert. Sind echt viel wert. Ja. Nimm mal jemand mit zum Verkaufen. Ja, ich nimm wieder. Arnold, hey, dein Weihnachtsgeschenk, bitte. Danke! Yay! Martin, deins auch. Okay, danke. Yay! So, jetzt da, lass mal keine Zeit warten. Aber ich komm. Jetzt gehen wir weiter gleich hier. Und bring dem Jäger die Geschenke. Und Alter! Geht der schon wieder los, ey. Das hast du doch gleich gezogen, oder? Nee, ich war's. Ich wollte die nächste Waffe nehmen und da muss ich halt an der vorbei. Ich zieh das nur am äußerste Notfall. Ja, ich benutze die normal nie. Ja, ich schon, weil sie halt stark ist. Ja. Was? So. Ein ganz starker Skill, sexueller Tyrannosaurus regeneriert Gesundheit. Sehr geil. Ein bisschen. Hey Jungs, aber eigentlich haben wir gelogen, ne, dass heute der 24. ist, weil am 21. geht ja die Welt unter. Ich habe auch nicht gesagt, dass heute 24 ist, sondern dass die Folge am 24. rauskommt. Hören wir ja. Prost. Also wenn ihr die Folge seht, dann ist die Welt nicht untergegangen. Wenn sind wir schon tot alle. Also dann wünschen wir euch alle frohe Weihnachten. Uns nicht weiter zu verfolgen, unsere Let's Plays kommen jetzt nicht mehr raus, denn wir sind schon alle tot. No. Das wäre der Grund sein. Genau. Ich glaube, wenn die Welt untergeht, dann ist das recht jedem egal. Wahrscheinlich schon. Geil, hier waren wir noch nicht. Endlich. Da ist was Grünes. Foto machen. Ist das echt ein Bandit, der mit einem Roboter Löffelchen macht? Oh. Das ist abgefahrene Kunstscheiße, mein Freund. Die Bräute lieben das. Das muss unbedingt in mein Gedicht. Roboter-Sex. Alter! Zu Weihnachten. Guck mal, die lieben sich zu Weihnachten, Alter. Oh. Das deutet alles auf deine Hochzeit hin. Hey, hier schreit jemand. Ah, das ist das Lied. Das ist ja fast wie ein Stronghold Crusader, da verreckt auch die ganze Zeit jemand. Stronghold Crusader. Hey, hier ist eine Toilette. Gut, dann geh drauf, nochmal. Da schmatzt es nur noch beim Arnold. Das ist auch was Grünes. Boah, wie schlecht die Granaten sind. Einsame Blume, umgeben von Blut und so einem Zeug. Das könnte ich als Sinnbild verwenden. Vielleicht für... No Man's Land. Oder... Ja, Blumen. Oder Vögel. Oder... Mir fällt schon was ein. Ja, so, da oben ist Clabby Trabby. Hyperia. Bist du soweit? Untertan, ich Yo. Habe meine Attacke gelernt. Was er hinten drauf gemalt hat. Nein, was er da? Claptrap muss hier. Oh Mann. Das wird Jack noch leid tun, dass er sich auf diesem Felsen niedergelassen hat. Es wird Minuten dauern, bis er dieses Graffiti abgewaschen hat. Oh, ich glaube, wir sollten da nicht durchgehen. Ja. Ja. Klatscher, Schwarz, du bist durchgelaufen. So ein Idiot. Ich wollte einfach mal versuchen. Ja, du hast eh kein Geld. Du kannst dich gerne opfern. Eben. Ich habe, glaube ich, nur noch 10.000 oder sowas. Boah, einfach mal umsonst voll Geld verschwendet. Einfach kommt da einfach. Oh nein! Boah, eine Kanone! Okay, das sind aber freundliche, ne? Ah ja. Oh, jetzt aber geht's ab. Nach vorne. Oh, ich hab das Gefühl, hier geht's richtig zur Sache an meiner. Natürlich wird der Bursche
Bunker die trotzdem auslöschen, aber auch ein bisschen. Ein Jetloader ist da vorne. Wow. Ein Jetloader? Ein Jetloader. Wow. Oh! Haha, der ist danach gestürzt, Idiot. Boah, das ist ein Transformer, Alter. Das Chromosom wieder. Da oben kommen sie. Die Hyperion Sniper. Boah. Oh, ich bin gleich tot. Boah, Alter. Boah. Ach du Heiligsfläche. Hey, ich heiße ja gar nicht mehr Nerf. Ich heiße jetzt Merciful Nerf. Spami! Geht die Nerf. Nerf, erste Mal hier, ne? Thank you very much. Bitte schön. Was willst du uns mitteilen? Ich. Oh shit, Alter, ein Auge. Ja, der Fabi war gerade auf dem Boden und deshalb konnte ich die Merciful Nurse das erste Mal in Aktion zeigen hier. Ja gut, das funktioniert ja, wenn man lebt und nicht wenn er liegt. Ja, ja, aber trotzdem, deinen Titel muss der trotzdem verdienen. Ach so. Hier, ja, was bin ich eigentlich? Frontline Tactics, ja, ich spiele auch noch. Alter! Frontline Tactical spielt, oh, Badass Loader. Nein. Mag mir zufällig einer slacken, oder? Ich hab keine Slacks, sorry. Ich die mal. Alter, dann wird so eine geile Waffe ausgepackt. Ja, ich soll das laggen. Hä? Ich kann ja laggen. Ich was zum? Solange er Säure benutzt. Oh. Oh, was zum? Ein RPG oder? Der zockt zu viele Rollenspiele. Ah! Du Sau! Leck wieder, ist schon wieder da. Ja. Wow, 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 wow. Das sind schlechte Waffen, ey. Leck noch was. Das Lag, MG. So, was? Come on! Kaboom! Kaboom! So, es geht weiter! Ja, lass da mal noch Zeug hier mitnehmen. Zeug! Waffenschränke. Ey! Radium. Gibt's was Gutes? Oh, Alter! Sirene! Boah, vorsichtig, Slab! Meine Jungs sind haufenweise Arschlöcher zwischen dir und dem Bunker! Mit. Ich weiß, du schaffst das! Ein haufenweise Arschlöcher! Komm auch hoch! Wir treffen uns bei Angels Loge! Oh, das ist was Rotes! Oh, Mörser! Will nicht lang! Ja. Sieht mörsermäßig aus. Mördermäßig! Achtung, Arnold, Achtung, Achtung! Das ist an die Straße. Rechts sind welche. Da waren welche. Was ist noch welche? Fuck. Immer mehr.
Ah, lass sie ignorieren, naja. Ja, mach mal ja. Flap, flap, ich seh die gar nicht, verdammt. Oh, 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 oh. Ah. Geschütze, Geschütze, Geschütze. Oh, 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 oh. Hätte ich gleich blockiert, oder? Haben wir doch schon. Haben sie auch schon. Nein. Nein, verflucht. Bist du eigentlich? Bam. 6000 kritische Schaden. Ich hasse die Flugzeuge. Eieiei! Wie ich immer alle gleich feiert von der Waffe. Abartig. Wow. Was war das? Irgendwas dickes, ey. Irgendwas verdammt dickes! Sau, ich hasse dich. Scheiß Reparaturbot. Ruhe! Boah. Oh. Oh nein, Destructor. Badass. Constructor, sorry. Ist mal jemand. Oh, okay. Da ist er schon am meckern. Wenn denn der die ganze Zeit rum, jetzt rennt er hinterm Frosch rum. Boah, Alter, was hab ich da voll erwischt, ey. So. Ich möchte da so vorne. Alter, da oben ist die Hölle. Nein! Ja, dann geh halt mal nicht hoch, du Held. Ich bin noch nicht oben, für euch. Aber ich seh seinen Rücken gucken. Marsch aber schon da oben auf der Treppe. Erzähl mir doch nichts. Ich habe in die Hölle gelebt. Boah, was da kommt. Chatloader. Ja, dann Chatloader. Boah, Artillerie aufpassen. Boah. Nein, mal den scheißen Shit sein. Reden denn immer so schwul hier? Hat jemand den Constructor und die, Ist da ein Constructor oder was? Ja, ein Badass Constructor da hinten. Also, ich will die ganze Zeit auf den, aber, ja. Irgendwie, am besten ihn slacken, dann war ich schon ganz gut mit der Bazooka. Absolut, ja, aber. Wenn ihr die ganze Zeit stirbt, einer muss euch ja immer zurückholen. So, um irgendwie gleich vorzukommen. Auf, was ist die Rakete in der Luft ab? Guck mal ein bisschen in den Himmel. Kann ich glaub fast nicht slacken. Doch, doch. Nee, bis jetzt klappt noch nichts mit Slack. Schießt die ganze Zeit drauf. Ja, aber ich krieg ihn so ganz gut. Ah, fuck. Der Sniper reinschießen wir uns eben. Shit, ich bin wieder da. Ah, das war der letzte Schuss mit meiner Bazooka, wer hab ich nicht? Alter, was war das, Video? Ja, die von oben. Oh, das wird hart. Oh, Luck. Oh, Alter. Ich komm.
Ist er jetzt weg da oben? Douglas Fuck ist tot, ja. Boah, Alter! Hinten gibt's Munition. Munition ist meine geringste Sorge. Ja, ich meine auch, aber. Hey, Munition! Oh, oh nein! Alter! Oder rote Punkte. Okay, jetzt ist schon los. Keiner! Ja, healthy health. Mushroom health. Wow. Health, health, health. Hat jetzt einen Schlag, Alter. Ich bin ja irgendwie. Ich muss da einfach den Scheiß auf die Chile, oder? Es gibt Gegner auf dem Mesias, die können sich Munition nicht mehr leisten. Wo ist die Health hier? Irgendwie sagt es immer, ich glaube, deine Waffe kann das sein. Martin. Was? Ja, die ganze Zeit sagt doch jemand was mit so einer ganz schrillen Stimme. Achso, okay. Ich glaube irgendwie, dass das deine Waffe ist. Weil ich höre es immer von deiner Richtung. Ah ja, das ist ein Schild. Was, Badass Schild? Gar kein Badass. Nee, danke. Nee, das zieht ja voll viel Gesundheit ab. Schon. Was verringert die maximale Gesundheit? Aber das ist voll gut, Mann. Ja, eigentlich ist es echt gut, gell? Immunität gegen Ding. Ich habe ja sowieso, den Artefakt, dass ich mehr Gesundheit hab. Aber dann nimm's. Die Jungs, hier sind noch Gegner, ne? Los. Ja, ihr hättet sie ja noch nicht angreifen müssen. Nein, ihr hat uns angegriffen. Ihr hättet euch ja nicht angreifen lassen müssen. Dann liegt da einer faul rum. Ey. So, jetzt muss ich hier an. Ich wollte mal kurz checken. Shit, 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 da oben. Ah! Kann man schon was? Ja. Irgendwie gar keinen Schaden mehr. Bisschen Kohlen hier rumliegen. Ja, ich höre auch nicht mal auf mit den Gegnern. Ne? Was haben wir hier? Eine Schrot, eine blaue. Shotgun. Hey, Shotgun. Jodi. Ah, die kann nix, glaube ich. Die kann nie viel. Kommt euch auch so geile Musik. Ja, da schreit wieder einer. Weiter geht's. Wir sind erst am ersten Tor vorbei. Dahinter sieht es fast nach Waffekiste aus. Wo der Fabi schon zielgerichtet hinrennt. Oh, hu. Oh. Ist was, oder? Für der Mushroom. Meine ist besser. Da sind auch nochmal Waffen. Oh, wow, alles! Da hat wieder einer. Alter, was ist das? Also. Da kam was aus der Kiste raus. Boah, ein hoher Beuteloader. Martins redende Waffe, ja. Was ist das, deine Sniper oder was? Ja. Wieso redet die? Die kann's halt. So wie die anderen? Eie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 
Die reden alle. Ja, wie geil, bitte. Borderlands 2 ist wirklich das Spiel mit den meisten redenden Waffen. Überhaupt. Ah, wie geil. Ah, jeder sagt was anderes, okay. Immer nur, wenn man nachladet, glaube ich. Ja. Voll die snobbige Waffe. Weißt du, wie ich an den Kammerschlüssel gekommen bin? Ja. Vor ein paar Jahren habe ich mit Wilhelm deine Freundin Tennis besucht. Wir haben sie stundenlang verprügelt und ihn ihr aus den gebrochenen Fingern gerissen. Aber wir haben sie leben lassen. So sind Helden. Sie zeigen Gnade. Ah ja. Der Wilhelm. Der Wilhelm, ja, schon tot. Ja, schon tot, ja. Der Wilhelm Tell. Der Wilhelm Tell. Oder geht's weiter? Wuhu! Rein. Du bist gleich beim Bunker. Ich schick dir ein paar Jungs zur Hilfe. Break. Lass mal. Die Break Force dann, oder wie? Bam, bam. Ah, hier, halt! Zu spät. Ich hab noch eine Waffekiste. Ja, wir können ja noch mal raus. Zurück! Hinter uns ist auf jeden Fall rot. Kommt die Heli-Verstärkung schon und die werden jetzt alle abgeschossen und die Mission ist gescheitert. Ja, Mann. Genau. Nur wegen deiner Waffekiste. Du bist gleich beim Bunker. Toll, hat sich voll gelohnt. Naja. Sind sie schon weg? Ey, ich bin gerade gekommen! Was? Du bist ja schon angekommen? Ja! Du arme Sau! Hast nichts verpasst. Ist alles schon gecrappt. Schau nach oben, Slap! Ja, war mir nicht meine Tochter kommen! Ja, der hat eh keine Kohlen. Der hat alles beim Madrauskauen. Schalte die Automatikgeschütze aus, Slap! Ich dezimiere deine Luftunterstützung! Jetzt erstmal ein Automat. Alles klar, Mann. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Komm jederzeit wieder vorbei. Jetzt kann die Granate mut. Die ist geil. Die nehme ich. Zack. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen. Dieses Kraftfeld schützt die letzte Tür zu meinen Räumen. Es wird erst deaktiviert, wenn du den Bunker zerstörst. Aha. Da müssen wir wohl jetzt da außen rum. Yay, yeah, hier gibt's eine Mod für mich, eine bessere. Okay, Schluss mit lustig, Kinder. Rick und seine Versager konnten meinen Bunker nicht knacken. Und ihr könnt's auch nicht. Space, sagst du jetzt? Aber noch einmal der Mushroom nicht dagegen geschmissen. Ja. Hat Stahl. Die kommt. Boah, bitte nicht. Boah, was? 11 Stück? Oh, bitte. Boah, da kommt es. Okay, die gehen aber schneller kaputt. Oh, da kommen noch Gegner. Alter, leck mir am Arsch. Boah! Was so? Was ist das? Keine Ahnung. Alter, Laser. Pass auf, wo du hinlaufst, ey. Ohne Witz. Da ist er. Ah, wie geil. Der Munition ab. Ja, Munition und hast du Hilfe? Oh Mann, was hab ich da gerade erwischt? Ist der noch hier? Oh, das ist mir schwierig. Oh! Und Drecksau.
laufender Mushroom weg. Ich mach die anderen Geschütze kaputt. Allein. Nein, der ist. Die Kiste schon hoch. Chatlow oder was kann das sein? Ah, er fliegt. Solche Waffen sind mindestens genauso nervig wie diese Eieiei. Nee, ganz so auch nicht. Irgendwie hört das gar nicht mal auf, alles gut. Scheiße, geh hoch! Sechs mal geschützt hier, Mann. Oh, das hört gar nicht mehr auf, ey. Sehr gut, Slab. Sobald wir den Bunker knacken, kann dich nichts davon abhalten, dir den Kammerschlüssel zu schnappen. Kämpf immer weiter. Ja, machen wir ja. Hier ist noch einer. Scheiße! Sind deine Dinger wohl noch kommen? Wir müssen erst alle Geschütze halt wegmachen. Ach ja, schau, oder mal halt ernascht nach und nach. Ja, Mann. Oh! Ah, das Ziel lockt mich. Eins noch. Und jetzt bin ich gleich so mega geschützt. Zentrale Plattform. What the fuck? Das letzte gar nicht gesehen. Glaubst du wirklich, ich würde Angel nur mit ein paar Bots und wackeligen Kanonen schützen? Weißt du, du bist nicht wirklich am Bunker. Der Bunker ist kein Ort. Oh. Bunker. 0110. Das ist der Bunker. Darf ich vorstellen? BNK-3R. Der größte Verteidigungsbot, der je gebaut wurde. Ach, hör doch auf. Jetzt tut mir einen Gefallen. Und stirb. Also erstmal die kleinen Scheißdinger wegmachen. Ah, oh, da lebe ich schon. Alter. Halt ihn, halt ihn, halt ihn. Fuck, Alter. Ich reparier. Komm. Alter. Hab dich. Come on, fuck. Nein! Come on, fuck. Ich hab keinen Abschluss, also ich stirb, so wie es aussieht. Wo bist du? Come on. Ah, oh, fuck. Alter, alle hin. Lass uns jetzt einfach töten. Ja, das war's.
Ah, das wird wieder teuer. Ich glaube, jetzt müssen wir echt einen Waffentausch rausholen. Ja. Fuck, Mann! Danke, Fabi! Bitte, ich hab grad gesehen, der andere Martin war wegen Armer dran wie du und ich hab jetzt zu spät bemerkt. Muss ich mir merken. Ich beeile mich. Fabi, ich müsste auch. Down, nein! Oh shit, was ist das? Das bin ich! Der, damit was geschmissen war, eine Bombe oder so? Alter, was ist das für eine geile Pistole, bitte? Ich glaube, wir sind uns alle einig, wir brauchen die andere Waffe, oder? Ich hab sie schon gezückt. Nein! Dann war halt der meiste Schade. Ich töte ihn! Wow, Alter, ey. Ich komm. Mörserfeuer in Deckung! Mörserfeuer. Alter, leck mich am Arsch. War das Auge nicht. Das ist so geil, bei mir verbraucht nicht jeder Schuss Munition. Ja, das war gleich mal der kritische Treffer. Fabi, Sniper oder so noch die Augen? Das ist gut. Wow. Wenn jetzt der Verflug langsam mit der Scheiße wäre. Okay, und los geht's. Wir müssen auf die Geschütze schießen, ne? Immer verleiht ins Auge. Alter, leck, klick. Oh! Der direkt neben mir. Boah, leck mich. Alter! Ich gleich. Ah, shit, ey, das war so knapp, ey. Stellt mir der Fabi im Weg, wenn ich mich gerade selber holen kann. Das ist voll gut, dass bei mir nicht jeder Schuss Munition verschwindet. Da kann ich mal einen Lauf haben, ey. Ey, wieso kostet nicht jeder Schuss Munition? Ich hab, das ist so bei mir so eine Fähigkeit. Hab ich so freigeschaltet. Hab ich so freigeschaltet, Alter. Mann, hast du so freigeschaltet? Bin ich so freigeschaltet, Junge! Das ist deine beste Fähigkeit, oder was? Das ist eine der geilen Fähigkeiten. Ich glaube, mit der Waffe ist das super praktisch. Ich wäre im Endkampf hier. Boah, fuck off! Fuck, ey! Muss ich ganz schnell hier gucken, was ich für Fähigkeiten hab. Ja, ist gut, nimm mal mit, bleib. Boah, das ist nicht viel. Ah, oh, da sind wieder andere. Kann ich eigentlich meine Fähigkeit auf das Ding anwenden? Das wär's der Hammer. Grüße. Ja, das macht halt schade, aber Facelock kann ich nicht. Boah.
geradeaus rum. Ja, vergessen, wenn du so schnell fliegst, kriegst du das nicht. Das ist eigentlich gleich wieder irgendwo Halle. Die scheiß Bombe ab hier. Alter, Let's kein schönes Auge rein. Weil ich die Hälfte halt hat, ne? Aber nicht. Ich hab die Hälfte geschafft. Jetzt zum Arnold. Wow. Ach da! Ah, oh, fuck. What a fight, ey. Ist eine Kanone, Alter. Heilt sich jetzt gleich noch. Oh fuck. Boah, yes. Wie viele? Boah, yes. Alter. Leck, fett. Schatz, verdammt. Das klappt, das war klar. Alter. Wo bist du? Das Einzige, was ich sagen, Weihnachten ist echt blöd. Dieses Jahr. Ja, das ist brutaler Scheiß. Boah, ich hab einen Heil, weiß ich mal. Ja. Oder, was seid ihr? Scheiße. Sterbe sowieso nicht. Aber nicht. Ja, das hab's geschafft. Verdammt. Hab dich. Komm. Achte. Ja. Wieso ist jetzt wieder weg? Hey, weg. Ey, noch ein bisschen kommt, ey. Ja, mach mal die Kleinen wieder weg. Nicht mehr aufs Große. Waffe hier wechseln. Oh, was da wieder an Flug kommt. Oh. Alle drauf. Alter, was ist das Frist? Alter, der Pavillon ist nicht so gut. Sehr gut, jetzt wieder zu klein.
What the fuck? Wir wissen es langsam mit den Automatischen. Ah ja, okay. Er greift mich aber voll an, Alter. Das ist sau. Schön, gut. Aber wie hart bitte, gell? Boah. Und schon wieder los. Ich brauch Deckung. Mann, der war schon zum Gegner, ey, ganz ehrlich. Der Bunker. Ah! Fuck. Ah, da haben wir ihn. Leg schon. Oh Mann, und danach kommt noch der Badass Bunker vielleicht. Oh, der war hart. Der Undestroyable. Jetzt verreck man. Ah, mach ich fertig. Yes. Aber. 10.000. Schade, Frieden aber nicht. Wow, geil. Irgendwas Geld. Mach ich Geld. Boah, was da runterkommt. Alter. Okay, jetzt, da der Bunker zerstört ist, kommst du an die Türe zu meinen Räumen heran. Hey, mal, vorsichtig, das sind noch Gegner. Ach, da ist Loader, mal schwimmen. Oleg. Ne, Lila. So. Was gibt's? Vorne liegt eine lila Schrotflinte. Ey, schau mal einfach an. Da liegt was Weißes. Wie viel Geld? Schild ist eigentlich nicht schlecht hier. Ja, das ist ganz gut. Ja. Der verliert immer noch Sachen. Echt? Was ist Alter. Das ist eine weiße Waffe. Ja, das ist... Hier ist nur Sniper. Aber das kann man alles verkaufen, da gibt alles Geld, das kann man alles... Ich meine, es ist besser. Ich nehme mal mit. Komm, noch mehr? Ja, komm. Alles raus. Da liegt noch Zeug. Da zwischen den Ritzen liegt Zeug. Ich bin gar nicht dran, gell, so. So, jetzt müssen wir da hoch. Ne, davor. Vor zu den Treffpunkt. Runter mit da jetzt, ja. Puh. Runter. Das war jetzt ein Kampf, ey. Kommt man da überhaupt runter, wenn ich hier lang gehe? Immer noch, man muss da dahin, da liegt ja bestimmt noch was. Ich bin gleich da, Soldat. Ich klettere hier unten liegt noch was. Oh, leck, wie viel da runtergeflogen ist. Ja, schon. Da ist noch ein Gunsurger-Mod. Iridium! Blaue. Ja. Ah, da. Oh, ist nicht so gut, aber bringt Kohle. Was ist mal nachladen überall? Ja schon, ich bin ja auch dabei. Okay, gut, bei mir ist alles. Also Arno, die eine Pistole, wo ich von dir hab, die ist richtig geil. Guck mal an. Siehst du sie? Muss mal gucken, wie die schießt. Sag mal. Wie eine Gatling. Die macht richtig viel Schaden. So, also. Ich fehle noch, wo seid ihr denn hin? Nicht von mir, die mit 720. Jungs, wo seid ihr hin? Wir sind unten, Martin. Verlaufe ich mich gerade total? Ja, irgendwie schon. Ich glaube, jetzt habe ich's. Hallo Sexy, bitte das Wort eingeben. Das Passwort lautet: Ich liebe dich. Ich hoffe, der Stimmmodulator funktioniert, sonst war das alles umsonst. Jetzt pass auf. Machen wir mal. Ich liebe dich. Wie geil sich's gehört hat. Zugang gewährt. Jetzt wollen wir der Frau. Nimm es als meine letzte Warnung. Kehr um. Und ich verspreche dir, ich mach's kurz. Aber ich schwöre dir, einen Schritt weiter. Und jeder Mensch in Sanctuary kann im Sterben zusehen, wie ich ihm seine Lunge aus dem Leib reiße. Ja, bla bla bla, komm. Ja, echt, Alter. Langsam macht er mir keine Angst mehr. Meh.
Vor allem mit dem Iro Kampfcommander. Ein Katalysator. Etwas, das seine Kraft erweckt. Man braucht eine Sirene. Ha, und wir haben eine. Jack hat sich seinen Sirenenkatalysator vor langer Zeit gesichert. Er versteckte sie jahrelang vor der ganzen Welt. Wir haben sogar zwei. Aber endlich kannst du sie befreien. Oh. Was, wir können wir hätten sogar einen American Chopper. Wir haben den Paul Senior dabei. In Mini. Sein Mini-Mi. Aber oh, genau, Mann. Ich glaube, hier unten geht's noch richtig. Ich registriere, woran? Dass du dich näherst. Beeil dich und stoße zu mir. Du, oh, das klingt kaum pervers. Mich ausschalten. Control Core Angel. Weiß mal da mal. Seid ihr bereit? Ey, yo! Oh, wie geil das aussieht. Stark. Control Core Angel. Ist eine Porno-Waffe wieder. Ja, guck mir dann auf die Waffe. Natürlich. Hier, kann man das rausnehmen? Nee. Alles Iridium. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Was? Oh. Oh nee. Der Schlüssel ist hier. Aber um zu verhindern, dass Jack den Krieger erweckt, reicht es nicht, den Kammerschlüssel zu stehlen. Du musst auch seinen Katalysator zerstören. Du musst ruhig. Ah, lass sie. Sie ist eine Sirene, oder was? Zerstören. Oh. Jack pumpte mich jahrelang mit Iridium voll und benutzte mich, um den Schlüssel aufzuladen und seine Gegner zu manipulieren. Werden die Iridium-Injektoren zerstört, die mich am Leben halten, wird der Schlüssel nicht weiter aufgeladen und eine lebenslange Knechtschaft endet. Weg von meiner Tochter, verdammt! What? Seine Tochter. Hart. Und sie ist eine Sirene. Sie sieht aber nicht so aus wie auf dem Bild. Ja, so ähnlich halt. Leute, ich gehe jetzt ab. Was muss ich denn schießen? Die Dinger da oben. Da sind Schilde drauf, Alter. Schon. Er hört halt mal zu. Was für ein Ende. Oh, engelhafte Richter. Engelhafte Richter, Alter. Mann, bin stark. Wow. Wow. Oder werden jetzt immer mehr produziert? Shit, was soll man machen? Da ist schon ein Schild drauf, das bringt ja nichts da drauf. Nee, nee, wir müssen. Dann kann das geschossen. Boah. Die Dinge müssen wir Generatoren kaputt machen. Das Schild. Au! Ja, der Strahl ist so stark. Einfach nur überleben, oder? Was weiß ich. Da darf nicht rein, Mann. Ich war gerade unsichtbar, hab gedacht, das Ding läuft. Hat nicht geklappt. Infeld. Da oben ist ein Geschütz draußen. Oh ja. Nee, nee. Doch, ich hab's gerade abgeschossen. Achso, ich.
Brauchst du Hilfe? Der Roland. Der Roland. Auf noch. Ja, das gleiche denkt wie wir. Ja, yeah, Roland. Ich weiß jetzt nicht stark die Roland for Gold. Da ist wieder ein Schütz. Oh nein, ja, ist süß. Ich bin stark. Wie war das? Gibt es eh nicht nur 4 Sirene gleichzeitig oder so? Ganze 3 sind jetzt dann von hier. Fabi will schon leben oder fällt sie da unten? Ich lebe gerne. Nein, Mensch. Nein, Mann. Dieser Laserstrahl von dem Kerl ist ja abartig. So ganz. Aua, 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 aua. Da liegt er ja schon wieder. Ich bin auch gleich tot. Noch einen Schuss abkriegt. Aua. Guck mal an die Schütze. Alter, was macht er mit so Schaden? Uiuiui. Hier geht's wieder richtig vorwärts. Mensch, Roland, beeil dich doch mal. Echt, ey. 3 Dinger zu zerstören, wird auch noch lang genug dauern. Oh, no, oder? Bum, 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 bum. Aua, aua, aua. Tank, Tank. Da. Ein YOLOader. Einer ist weg. Aua. Hinter euch. Da liege ich schon. Ja, Roland, mach doch die Dinger weg. Der Hunde hockt da und kämpft. Okay, aber echt. Du bist zu. Vorsicht, Fabi. Fuck, wo seid ihr? Gibt's doch nicht. Ich hasse dich. Bam, bam. Ich setze mein Scorpio-Geschütz an. Nimm es als Deckung. Super. Ich hatte das als Scorpio-Geschütz abgestellt. Und wie scheiße. Ja, jetzt ist schon tot. Ja, ist halt besseres Geschütz wie den. Meins! Badass Loader. Oh, Badass Loader. Das laggt. Pow! Noch einer. Nochmal einer. Endlich! Ja, dann mach mal! Wie lange dauert denn das bitte? Hier steht jetzt wieder sein Geschütz. Ist wieder kaputt. Ist nicht. Ich sehe kein Geschütz. Ja, jetzt ist wieder kaputt. Stellst du aus dem ersten Teil? Ja, klar, aber. Siehst du? Barriere. Mach da jetzt mal. Du musst erst da hochklettern, Alter. Kann auch gleich oben bleiben. Schon, er fragt ja eh nix. Echt, Alter. Der Mushroom will hinterher klettern. Auch hoch. Will hochspringen. Au! Ich schütze oben. Ja.
fight, what a fight. Ja, liebe Leute, die Stunde ist eigentlich um, aber es gibt ja wohl noch einen Bonus. Zweites Weihnachtsspecial. Ja. Special, special. Wir machen das alles in dieser Folge fertig. Jegliche Specials, die rauskommen werden, hängen wir jetzt an eins an. Also das Neujahrs-Special könnt ihr auch hier gleich sehen. Ja, wohl eher der erste Weihnachtsfeiertag-Special. Oh. Alter, das soll sich mal beeilen da oben, ey. Ey, ich bin echt froh wegen meiner Mod, dass wir die Munition wieder bekommen. Ja. Oh. Ja, was war das? Ja, das ist ein Fisch abgestrahlt worden. Ich wurde vorher noch abgeschossen. Ruhig bleiben. Ja, ich glaube mal, das Weihnachtsspecial hat sein Ende gefunden. Ja, die Weihnachtsfolgen gibt es dann halt später. Oh. Genau. Joho. Morgen. Wahrscheinlich. Geh mal da raus. Help me. Auf wie? Hast du einen Mushroom? Nein. Boah. Dankeschön. Doch mich, Mann. Geile Sirene, die kann alles. Ach, so! Ab ein. Helium-Dusche! Firehawk! Der Firehawk ist hier! Wo? Ah ja. Alter, lass dir ein bisschen im Meridium warten. Ja. Macht dir alles kaputt. Schon, lass ich mir ein bisschen in die Meridium gehen. Die anderen zwei kommen hundertprozentig auch noch. Slapking. Das heißt, der Kampf geht noch ewig. Ja, wahrscheinlich. Aber wenn es immer wieder so lange dauert, bis er ein Teil aktiviert. Badass, 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 badass. Loader, Leute. Slap das Dilemma. Ja, Slap. Sehr gut, Slap die weiter. Oh, ich bin gleich tot. Oh, ich bin dead. Entschuldig. Danke. Aber ich brauch selber jetzt mal Help. Helfi. Man, hier knallt nur noch überall. Ja, ich, gell? An jeder Stelle. Wop, 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 wop. Überall kommen Gold. Letzte. Ah, die jetzt ist da hochgeportet. Die zwei. Sollen wir lieber unten bleiben und uns helfen? Ich sitze oben wieder. Achte ja, seht ihr nur ihn hochgeportet. Das ist nochmal ein Badass. Badass. Sind die Geschütze weg? Ja. Aua, aua, aua. Weg sein. Ja, ist schon. Ah, du Kack, Badass Loader. Stark. Oh nein, noch einer. Wallo, oder? Kaboom. Weißt du, er will, dass man sie nicht tötet. Töte will aber töten. Und sie will, dass wir sie töten. Ach, schon alles verrückt. Ist das für eine Familie? Oh, wie viele von denen dumme Warlock oder kommen hier noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich noch genug Munition. Dem wird's nicht scheitern. Ich auch. Gott sei Dank. Da, mach das Ding fertig! Jetzt muss man eh noch gegen sie kämpfen. Natürlich. Was, echt? Sie hat echt nicht mehr viel Energie. Angel, mein Schatz! Du kannst das verhindern! Ich verzeih dir auch! Dad, ich muss dir was sagen. Du bist ein Arschloch. Yay! Angel? Nein, Angel! Ist sie tot? Was
Alter, ein Mensch tut so etwas seiner eigenen Tochter an. So einer hat den Tod verdient. Immer wegen alle Schritt zurück. Alle so am Gaffer, ey. Alle wollen Titten sehen. Nee. Er legt den Schlüssel daneben, oder? Ja. Ja, müssen auch mit ihm reden. Tja, Hammer, Alter. Boah, wie hart, bitte. Reden wir mal mit ihm. Gab's denn jetzt keine Waffe für den Scheiß, Mann? So, bla, geben ab. Man hat noch so wenig Geld. Teil 2, yeah. Zwischensequenz. Sie ist tot. Jetzt hat Jack keine Chance mehr, den Krieger zu wecken. Wir haben den Kammerschlüssel, aber es ist noch nicht vorbei. Wir müssen Jack finden und ihn erledigen. Lilith, bring den Kammerschlüssel zu Tennis. Ich übernehme Jack. Wow! Der Bastard. Oh, jetzt hat er sie. Und er braucht ja. Kämpfe niemals gegen einen, der nichts mehr zu verlieren hat. Ich werde dir zeigen, wie viel du noch zu verlieren hast. Und ich habe die mächtigste Sirene des Planeten, um das zu tun. Lilith, töte den Kammerjäger. Wir haben noch ein Date mit dem Krieger. Tu es, Lilith. Oh oh. Oh Mann! Was ist passiert? Was zum Henker ist passiert? Oh, Mann. Spotwing. Und jetzt das? Kammerjäger, wir treffen uns in Sanctuary. Wir müssen alles zurückholen. Oh Mann. Alter, ey. Oh, Paradies auf Erden. Oh. Alter! Zwei Waffenkisten. Was zum? Alter, was ist für eine Waffe, bitte? Aber die verbraucht 4 Schuss. Willst du sie nicht? Wow. Ich weiß nicht, 4 Schuss ist halt schon heftig, ne? Das war heavy. Ich nehm sie mal mit, gell? Fährt ja sonst was darum. Ja, nimm sie mal mit. Oh. Habt ihr auch so einen Graustich hier? Ja, graustichig, alles so neblig ein bisschen. Ja, gell? So, ich schau mir das mal kurz alles an, weil wir gerade ein paar Sachen bekommen haben. Ja, jetzt haben wir ja mal die Ruhe wieder. Alter, leck mich, was aber was jetzt alles passiert ist, Leute, ey, Hammer, oder? Also, Jerome ist jetzt tot, ne? Verdammt, ey. Er stellt sich raus, dass Angel eigentlich eine Sirene ist, beziehungsweise Jacks Tochter, die er mit Iridium vollgepumpt hat, weil nur eine Sirene den Schlüssel öffnen kann. Und dann, kommt Roland und Lilith noch dazu zum Kampf, dann bringe mir Angel um. Dann kommt ja, was kommen muss. Er nimmt Lilith in Gewahrsam und hat sie mit diesem Halsband unter Kontrolle und Roland muss natürlich elendig sterben. Ohne Witz, in der Kameraeinstellung hatte ich mir so gedacht, dass er erschossen wird. Ich hab's mir echt gedacht, wo er so vorstand und. Naja. Okay, haben nichts machen. So, hast du ihn da nicht gewarnt? Du bist so ein Penner. Ich hab doch gewarnt, ich hab doch geschrien, hab das nicht gehört. Gesagt, hey! So eine Sau, ey. Nur wegen dir, ab. Mann. Halt du bist eigentlich eh der größte Verräter, Mann. Eigentlich sollte man dich jetzt gerade abschießen. Alter. Aber hallo. Komm, schmeiß ihn aus der Gruppe raus. Eigentlich soll ich es gerade tun, ja. Ich warte. Ah, sorry, ich war. Bringt weg von mir. Kommt wieder zurück. Dann lass ich selber damit. Chill doch mal jetzt, ich muss ja mal meine Waffe suchen, die ich gerade abgecrabbt habe. Abgecrabbt? Wie hart, bitte. Die ist sogar weiß und ist besser wie meine grüne. Ja. Das dachtest du, jetzt sind wir am Ende und dann kommt sowas noch. Was heißt am Ende? Hast du jetzt wirklich gedacht, die Story ist jetzt am Ende, Alter? Wir haben doch jetzt erstmal den Ding. Es geht auf jeden Fall noch in die Kammer am Schluss. Ne, ich dachte echt, wir wären fast am Ende. Quatsch, Alter, wir sind gerade mal Level 27, 28. Das geht schon noch bis Level 40, ganz schön Gift draufnehmen. Oh Gott, im Himmel. So, was haben wir denn da jetzt? Cool. Hammer. Alter. Hammer. Kommt einer, oder? Markus. Was zum... Wo zum Teufel kommst du denn her? Oh man, seine Waffe kam er ausgegrabt. Bastard! Das war nur ein Trick! Aha. Okay. Ja, rück eine Waffe raus, komm. Seine Waffe kam aus. Ah. Wir brauchen das Mega-Ding. Okay. Oh, da ist Lilith.
Gott, wie scheiße sie aussieht. Ich fühle mich ganz komisch. Das Gerät, mit dem Jack mich traktiert. Und jetzt ist sie so wie Angel da angespannt. Man kann nicht zu schwer bewaffnet sein. Wieso Leichen plündern, wenn du bei mir einkaufen kannst? Ich habe immer neue Ware. Hey, wieso? Oh, ey, Leute, stellt mich doch nicht zu. Ist ja der Wahnsinn. Minus Verst. Was ist das? Minus 464 Verstentel. Was? Verstentel, ne? Die Verstente, Mann. Die Verstente. Irgendeine Entladung. Ja, geil. Geil. Die Schüsse ist ehrlich schadlich. Ja, das einmal. Aber egal, ich nehm's jetzt einfach rein. Oh, 914 kostet schon einmal 10. Ja. Warte, ihn aufpassen! Ja, das ist teuer. Wir können die Quest noch abgeben, Leute. Oh ja, Quest abgeben. Jo, jo. Ja, wie geil. Markus sagt, wenn ich nicht gleich jetzt, lässt er mich mein eigenes Bein auf. Also am Anfang rendiert sich's noch, aber jetzt nicht mehr. Super 7. Ah! Dann mal auf zum Mord. Ja. Roland! Scheißdreck! Kammerjäger, du bist alles, was wir noch haben. Jack hat Roland getötet. Er hat Bloodwing getötet. Aber Lilith wird er nicht töten. Jack wird noch etwas Zeit brauchen, den Kammerschlüssel aufzuladen. Du musst herausfinden, wo dieser Krieger begraben ist. Es gibt nur einen Ort auf Pandora, wo du diese Info findest. Die Hyperion Infostockade. Da musst du hin. Alles klar. Die waren noch mit drin. Volk von Pandora. Meine Tochter ist tot. Ermordet von dem Kammerjäger. Daher habe ich mich entschlossen, sein Kopfgeld zu streichen. Wenn jemand diesen Kindermörder tötet, bevor ich die Chance dazu habe, werde ich denjenigen finden. Und cool, er wird es bereuen, mich meiner Rache beraubt zu haben. Ach, wie geil das ist. Aussage. Nein, unsere Kopfgelder sind nichts mehr wert. Tja, da machen wir mal jetzt eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. So machen wir das. Joey. Ciao.